Die Digitalisierung gewinnt auch im klassischen Maschinenbau immer mehr an Bedeutung. Aktuelle Produktionsanlagen beispielsweise basieren auf einem komplexen Zusammenspiel aus mechanischen sowie elektrischen Komponenten und moderner Informationstechnik. Herzlich willkommen zum Bachelor on Air Livestream an der OTH Amberg-Weiden. Heute möchten wir Ihnen den Studiengang Mechatronik und digitale Automation vorstellen. Was nun genau hinter dem Studiengang steckt, was gelehrt wird, welche Karrieremöglichkeiten sich ergeben und vieles mehr, das möchten wir Ihnen in den nächsten Minuten näher bringen. Wir, das sind meine heutigen Gäste, unser Studiengangsleiter Prof. Dr. Ingenieur Armin Wolfram und die drei im sechsten Semester des Studiengangs Studierenden Robert Weich, Andreas Füger und Sebastian Knapp. Mein Name ist Elisabeth Schmiedl und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule im Bereich für Automatisierungstechnik und Robotik. Sie haben während dem Livestream sowie am Ende die Möglichkeit, uns Fragen via BigBlueButton oder YouTube zu stellen. Einfach in den Chat schreiben. Diese werden wir dann gerne am Ende beantworten. Jetzt möchte ich auch schon mit der ersten Frage das Wort weitergeben an Herrn Wolfram. Welche Ziele hat denn dieser Studiengang und worauf wird der Fokus gelegt? Liebe Frau Schmiedl, vielen Dank für die freundliche Einführung. Wir bilden im Rahmen dieses Studiengangs Ingenieure für die Praxis aus. Da stellt sich natürlich zunächst die Frage, was sind Ingenieure? Und Ingenieure geht auf den lateinischen Begriff Ingenius zurück. Ingenius bedeutet so viel wie geistreiche Erfindung. Und das ist durchaus Programm. Es ist also so, dass Ingenieure Sachen zum Laufen bringen, und etwas anders als vielleicht andere Naturwissenschaftler ist es so, dass also Ingenieure von vornherein gewohnt sind, mit organisatorischen bzw. auch finanziellen Einschränkungen im Rahmen von Projekten zurechtzukommen. Es ist also so, dass Ingenieure Techniker sind, die Problemstellungen lösen, und man muss konstatieren, dass technische Problemstellungen heutzutage immer vielfältiger, immer interdisziplinärer werden. Wenn wir vielleicht einen Blick gleich auf dieses Segway werfen, das uns der Herr Stich, Laboringenieur Jürgen Stich, freundlicherweise kurz zur Verfügung stellt. Das ist übrigens ein Gefährt, das im Rahmen von Projektarbeiten von Studierenden entwickelt wurde. Bei diesem Gefährt handelt es sich auf der einen Seite natürlich um einen maschinenbautechnischen Zusammenhang, nämlich in Form dieses Chassis, das also dann hier diesen fahrbaren Untersatz bildet. Auf der anderen Seite hat man Motoren und auch Akkus, also ein Stück weit Elektromobilität, das also dann das Ganze in Bewegung versetzt. Und zum Dritten, heutzutage fast noch mit die wichtigste Komponente, hat man also auch eine informationstechnische Komponente. Es ist also so, dass in diesem Zusammenhang eben Signale ausgewertet werden, also eine Software dafür sorgt, dass dieses Gefährt stabilisiert wird. Und Sie sehen also durch dieses Zusammenspiel der drei Bereiche, nämlich auf der einen Seite Maschinenbau, Elektrotechnik in Form von Messauswertung und Antriebstechnik, und dann die informationstechnische Seite, entstehen völlig neue Produkte. Und diese Bandbreite, diese Komplexität, das stellt natürlich eine gewisse Herausforderung dar. Und da ist also natürlich nicht jeder Ingenieur in der Lage, diese Bandbreite und diese Komplexität zu überblicken, und das ist also genau unser Ausbildungsschwerpunkt im Rahmen des Studiengangs Mechatronik und digitale Automation. Bilden wir Ingenieure aus, die also von vornherein diese drei Teilbereiche, nämlich Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik, zusammenhängend lernen und auch diese Komplexität beherrschen lernen und dann in diesem Zusammenhang auch wissen, welche Funktionalität bildet man denn in welcher Komponente ab. Das sind so also die wesentlichen Schwerpunkte, sage ich mal, dieses Studiengangs. Ja, klingt ja wirklich spannend, wenn mich das jetzt anspricht. Was genau lerne ich denn dann in dem Studiengang? Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, vielleicht auf diese Grafik, die wir vorbereitet haben. Und da sehen Sie die drei Teilbereiche, die ich gerade schon erwähnt hatte, nämlich Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik.
Im Bereich des Maschinenbaus lernt man konstruieren, das ist die eine Seite, also wie wird man solche Gerätschaften aufbauen, vom mechanischen Aufbau her. Dann auf der anderen Seite ist es auch so, dass man die fertigungstechnische Seite kennenlernt, also wie sieht die Produktion aus. Das ist so typische Domänen des Maschinenbaus, das wird man also im Rahmen dieses Studiengangs lernen. Dann gibt es die elektrotechnische Seite und im Rahmen der Elektrotechnik lernt man die Berechnung, den Aufbau und auch die Simulation von elektrotechnischen Schaltungen, zum Beispiel zur Messauswertung oder auch, wenn es darum geht, einen Elektromotor anzusteuern. Das sind so ein bisschen die Schwerpunkte der Elektrotechnik, wobei wir also immer versuchen, das Ganze auch sehr projektbezogen aufzuziehen, also von vornherein immer mit kleinen Projekten Anschauungsbeispiele zu finden, sodass die Studierenden einen möglichst guten Zugang zu den Themen finden. Und die dritte Komponente, man könnte sagen, das ist heutzutage fast noch mit die wichtigste Komponente, das ist die Informationstechnik. Und da lassen sich eine Reihe von verschiedenen Themen dort angeben, nämlich auf der einen Seite lernt man halbwegs zu programmieren, also das sind die Programmiersprachen, weil ich da auch gelegentlich gefragt werde, C, C++ und wir haben uns entschlossen, auch zukünftig noch einen Python-Kurs mit unterzubringen. Also das sind so diese Schwerpunkte, dass man programmieren lernt. Und programmieren lernen Sie auf der einen Seite, um kleine Ein-Chip-Computersysteme zu programmieren. Man spricht dort auch von Embedded Systems, aber auf der anderen Seite eben auch die automatisierungstechnischen Anlagen und auch Motion Control, also solche Systeme im Rahmen der Robotik auch zu programmieren. Das sind weitere Schwerpunkte der Ausbildung. Dann gibt es aber natürlich auch neue Themen, die wir unbedingt behandeln müssen. Solche Schlagworte sind beispielsweise die Industrie 4.0. Das wird also einen Schwerpunkt der Ausbildung bieten und aber auch das maschinelle Lernen, was also auch immer wichtiger wird, wenn Sie da schauen. Es ist eben so, die Informationstechnik ist deswegen so wichtig, weil Software ja sozusagen nichts kostet. Das stimmt natürlich nur bedingt. Man muss sagen, die Vervielfältigung von Software kostet nichts. Die Entwicklung von Software ist ein komplizierter Prozess und kostet natürlich schon. Aber man hat dann sozusagen nur einmal Kosten. Das ist also bei den anderen beiden Bereichen der Elektrotechnik und dem Maschinenbau etwas anders. Ein Vorteil besteht natürlich auch noch darin bei der Informationstechnik, dass Software leicht ausgetauscht werden kann und bietet dadurch zusätzliche Flexibilität. Und insofern versucht man, wenn Sie da nochmal einen Blick drauf werfen, auf diese drei Teilbereiche, den Schwerpunkt immer weiter in Richtung Informationstechnik zu verschieben. Jetzt können wir vielleicht noch eine Eingruppierung des Studiengangs finden in Bezug zu anderen Studiengängen. Wenn Sie sich zum Beispiel interessieren, auch für Maschinenbau. Maschinenbauer, die sind hauptsächlich im Bereich der Konstruktion und der Fertigung tätig, interessieren sich naturgemäß weniger für die Elektrotechnik und die informationstechnische Seite. Wobei man das auch nicht unterschätzen sollte. Also auch dort ist es so, dass hier eben diese Studierenden das auch mit behandeln müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Elektrotechnik, die werden auch programmieren können und die elektrotechnische Seite hier natürlich entsprechend behandeln. Aber für den Maschinenbau interessiert man sich, wenn man Elektrotechnik studiert, eigentlich normalerweise nicht. Jetzt, wenn man Informatik studiert, dann ist man nur in diesem rechten Bereich hauptsächlich tätig, also Informationstechnik. Es interessieren einem da weder die elektrotechnische Seite noch die Maschinenbauseite. Also man sieht schon, da hat man natürlich in gewisser Maßen auch Scheuklappen auf, weil man halt nur eine gewisse Brille auch einnimmt. Und wenn Sie jetzt schauen, bei Mechatronik und digitale Automation, da besteht der Schwerpunkt von vornherein auf diesen drei Bereichen und es ist also dann so, dass hier Generalisten ausgebildet werden, die natürlich nicht alle drei Bereiche in gleicher Maßen beherrschen wie beispielsweise Fachspezialisten, aber auch nicht so weit weg sind, dass man sagt, die kennen sich also gar nicht aus. Das sind Generalisten, die dann auch für sich betrachtet entscheiden können, welcher Bereich interessiert mich denn am meisten, aber trotzdem in allen drei Bereichen beheimatet sind und auch die Sprache sprechen und das prädestiniert die Absolventen natürlich auch für zentrale Aufgaben.
Dankeschön. Jetzt möchte ich natürlich auch mal die Sicht der Studierenden hören. Robert, wie gefällt dir denn das Studium? Also mir gefällt der Studiengang sehr gut. Ich habe mich bewusst für Mechatronik entschieden, weil das halt vor allem ein breites und abwechslungsreiches Themengebiet darstellt, wie ja gerade schon erwähnt, mit vielen Disziplinen. Und man kann sich aber dennoch auch spezialisieren, zum Beispiel über Studienarbeiten, über Abschlussarbeiten oder auch über Wahlfächer, um sich dann für bestimmte Sache, wo einen besonders interessiert, da breiter aufzustellen. Und auch die Einsatzmöglichkeit danach ist ziemlich hoch und vielfältig. Dankeschön. Herr Wolfram, für wen ist denn eigentlich das Studium geeignet und welche Voraussetzungen sollten erfüllt werden? Für wen ist es geeignet? Natürlich sollte man Interesse haben an technischen Problemstellungen. Ansonsten wird man natürlich ein Stück weit dann auch fehl am Platze sein. Vom Vorteil ist natürlich auch, wenn man, sagen wir mal, nicht zwei linke Hände hat, weil es geht schon auch mal darum, irgendwas praktisch auch aufzubauen. Also es ist nicht so, dass es reine Theorie bei uns bleibt, sondern wir arbeiten häufig projektorientiert und da muss man das eine oder andere tatsächlich auch mal praktisch aufbauen. Ansonsten sollten Sie dann auch schon ein geklärtes Verhältnis zur Mathematik haben, auch ein Stück weit zur Physik, wobei man jetzt sagen muss, Sie müssen jetzt dort nicht Überflieger sein. Ja? Weil es ist so, dass wir im Prinzip bei allen diesen Fachbereichen, sei es jetzt im Bereich der Konstruktion oder sei es im Bereich dem Aufbau von elektrischen Schaltungen oder auch dem Programmieren, da beginnt man in der Ausbildung von vorne. Also wir setzen jetzt nicht irgendwas Spezielles voraus, sondern wie gesagt, man beginnt also von vorne. Wir versuchen alle mit einzunorden, alle mitzunehmen. Und insoweit ist es also eigentlich für viele geeignet, die halt ein technisches Verständnis schon haben, technische Begeisterung mitbringen, aber ansonsten eigentlich in diesem Bereich noch nicht jetzt die Experten sind auf einem dieser drei Gebiete. Was ich häufig dann auch höre ist, in diesem Zusammenhang ist dieses Studium denn nicht besonders schwer, weil man ja diese drei Bestandteile hat. Und dem kann ich eindeutig entgegnen, nein, das Studium ist also nicht schwerer als andere Studiengänge, die wir also zum Beispiel hier in Amberg an der Hochschule anbieten. Es ist eben so, dass man zum Beispiel auch Vorlesungen hat mit anderen Studierenden, also aus anderen Fachrichtungen, beispielsweise im Konstruktionsbereich wird man mit Maschinenbauern oder mit Kunststofftechnikern oder dergleichen zusammen dann Vorlesungen hören oder auch die Elektrotechnik, die ersten Elektrotechnik oder auch Informatikvorlesungen, die sind dann noch gemeinsam. Dann gibt es eben Spezialisierung, wobei die Spezialisierung, die wird dann in kleinen Gruppen stattfinden, wo wir also versuchen, dann auch jeden mitzunehmen. Also es ist nicht so, dass durch diese Bandbreite, diese drei Themen am Ende des Tages, hat man dann auch nicht mehr Vorlesungen als andere Studierende. Da versuchen wir also tatsächlich jeden dann auch mitzunehmen und es ist nicht so, dass dieses Studium also schwerer wäre als andere Studiengänge, die ich gerade vorhin also auch erwähnt hatte. Ja, danke schön. Aber was ist, wenn es doch mal hakt? Sebastian, welche Hilfestellungen gibt es denn hier seitens der Hochschule? Also wie schon erwähnt, wenn die, also bei den spezifischen Fächern ist es ja häufig so, dass dann eben die Studierendengruppen oftmals kleiner sind und es ist auch generell so bei uns an der Hochschule, dass die Gruppen häufig kleiner sind und dadurch lernt man sich auch schneller kennen, wenn man zum Beispiel von außerhalb kommt und noch keinen kennt. Und es ist dann auch generell so, wenn man dann lernen will, dann ist es eben häufig hilfreich, wenn man kleine Lerngruppen bildet, zu zweit, zu dritt das Ganze macht. Wenn man dann mal nicht weiterkommt, kann man eben sofort auf den Professor zukommen. Sei es in der Vorlesung oder in der Sprechstunde. Es gibt dann auch noch die Angebote von Tutorien, die selbst wieder von Studierenden in höheren Semestern stattfinden. Da ist das Ganze in einer lockeren Atmosphäre. Man kann einfach untereinander, wie gesagt, locker reden. Und wenn es um allgemeine Angelegenheiten geht, gibt es auch noch das Studienbüro. Da kann man dann eben auch noch Fragen stellen, wie zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr lang mal pause, weil ich zeitlich was anderes vorhabe, machen will. Genau. Ja super, da kann man, denke ich, dann wirklich beruhigt ins Studium starten. Was, denke ich, viele Zuschauer auch noch interessiert ist, welche Berufsaussichten man hat beziehungsweise welche Möglichkeiten sich den Absolventen bieten, Herr Wolfram. Berufsaussichten hat man also natürlich sehr breite Berufsaussichten schon allein dadurch, dass man ja in drei Bereichen beheimatet ist. Also ich würde behaupten, dass man mit diesem Studiengang also sehr breite Möglichkeiten hat. Man kann sich also auch spezialisieren in den Bereichen, wo man sagt, das interessiert mich, das hat also meinen Nerv getroffen. Da kann man also auf jeden Fall sich spezialisieren und
Wenn man also eine berufliche Herausforderung sucht, dann beginnt man üblicherweise, nicht immer, aber beginnt man üblicherweise im Bereich der Entwicklung, Entwicklungsabteilung, wobei das natürlich auch breit gefächert ist, insbesondere mit diesem Schwerpunkt, mit dieser Generalisierung, die wir besprochen haben. Also man könnte zum Beispiel in einer Konstruktionsabteilung, aber auch in einer Elektroabteilung eine Herausforderung finden oder im Bereich der Softwareentwicklung, also in einem dieser drei Bereiche. Oder da gibt es auch übergeordnete Stellen und da sind also so Mechatroniker und digitale Automatisierer besonders prädestiniert dafür, eine Systemtechnik zu leiten beispielsweise oder zumindest diese Aufgaben zu übernehmen. Systemtechnik sind also übergeordnete Aufgaben, wo man sich überlegt, welche neuen Anforderungen braucht denn das Produkt, was muss als nächstes eingebaut werden, wie sieht es also dann auch die Verteilung dieser Aufgaben auf. Also sowas sind typische Schwerpunkte auch von Absolventen, also im Bereich Systemtechnik. Dann könnte man weitergehen, wenn man mehr Management Aufgaben übernehmen möchte, könnte man also auch im Bereich der Projektleitung tätig sein. Man könnte aber auch Qualitätsmanagement-Aufgaben übernehmen. Auch da braucht man also eher generalistisch unterwegs seiende Ingenieure. Und natürlich hat man also auch die Möglichkeit, in den Vertrieb zu wechseln, wenn man sagt, mir gefällt das, mit Leuten zu tun zu haben, mal rauszugehen, vielleicht auch eine Schulung zu halten. Also auch Vertriebsingenieure sind sicherlich ganz gute Aussichten, wenn man so einen Studiengang absolviert hat. Und Projektleitung hatte ich ja gerade schon erwähnt gehabt. Ich denke, das sind schon so eine große Bandbreite. Also wenn ich vielleicht da nochmal drauf zurückkommen darf, gerade wenn man Ingenieurwesen studiert hat und sowas wie jetzt Mechatronik und digitale Automation, dann hat man also sehr viele Möglichkeiten, die man im ersten Moment gar nicht überblickt. Man kann also auch, sage ich mal, in eine Verwaltung wechseln, wenn man sowas machen möchte, also in öffentlichen Dienst beispielsweise oder auch in große Unternehmen, kleinere Unternehmen, Managementaufgaben übernehmen. Also gerade der Ingenieurberuf bietet also sehr viele Perspektiven. Dankeschön. Andreas, du hast dich ja bereits für ein Studium hier in Amberg entschieden. Was zeichnet denn für dich die OTH aus und wie läuft das Studium hier ab? Aus meiner Sicht profitiert man an der OTH in Amberg vor allem daran, dass man einfach ein familiäres Umfeld hat. Man hat dadurch einen sehr guten Kontakt zu den Professoren, die dann auch ihre Kompetenzen persönlicher an einen weitergeben können, da man nicht einfach nur eine Matrikelnummer ist, sondern auch einfach die Professoren den Namen kennen. Und dadurch hat man einen sehr persönlichen Kontakt zu den Professoren. Und auch super ist die tolle Ausstattung in den Laboren. Man hat die neueste Technik, die man in Praktikas oder Studienarbeiten nutzen kann. Aber auch neben dem Hochschulleben kann man in seiner Freizeit zum Beispiel an dem Hochschulsportprogramm teilnehmen. Was auch toll ist, ist zum Beispiel der Christkindlesmarkt, der immer jährlich im Winter stattfindet. Dankeschön. Robert, die nächste Frage geht an dich. Andreas hatte ja gerade schon mal kurz das Thema Labore erwähnt. Wie sieht denn der praktische Teil des Studiums aus? Also wie vorhin schon erwähnt vom Andreas, es finden in vielen Vorlesungen auch Praktikas statt. Da macht man dann hauptsächlich Versuche in den Laboren. Das ist zum Beispiel in Physik oder Thermodynamik der Fall. Dann hat man in einigen Fächern Studienarbeiten, die entweder einen Teil der Note darstellen oder die manchmal sogar komplett ersetzen, wie zum Beispiel in Konstruktion. Da arbeitet man halt auch gleich praktisch was. Dann der größte praktische Teil stellt dann schon mal das Praxissemester dar, das ist in der Regel das fünfte Semester. Da verbringt man ein komplettes Semester, also fast ein halbes Jahr bei einer Firma und arbeitet da eigentlich schon voll mit. Und dann hat man zum Beispiel noch ein studiengangspezifisches Projekt. Da kann man sich beim Professor ein Projekt aussuchen, die wir ausgeschrieben haben. Zum Beispiel steht da eins, da wird der Kollege später noch was erklären. Und man kann zum Beispiel auch dann noch die Abschlussarbeit, die auch bei einer Firma stattfindet, in der Regel und hat da auch schon einen großen praktischen Teil. Dankeschön. Zu Ihrer Information, wir befinden uns gerade im Labor E55. Herr Wolfram, was passiert denn in diesem Labor? Was wird hier gelehrt und geforscht? Und könnten Sie unseren Zuschauern vielleicht ein paar konkrete Beispiele zeigen? Gerne mache ich das. Und zwar haben wir in diesem Labor eine Reihe von Projektarbeiten. Also es geht im Wesentlichen darum, um die praktische Ausbildung. Projektarbeiten sind da so ein typisches Beispiel dazu. Und alles, was Sie hier sehen, sind also Aufbauten, die von Studierenden zusammengebaut worden sind im Rahmen, wie gesagt, von Projektarbeiten. Projektarbeit hat man üblicherweise im sechsten Semester. Manchmal, wenn es eine
praktischer Aufbau ist, dann kann es sein, dass also auch das siebte Semester noch mit dazugenommen wird. Das hängt dann aber auch natürlich vom Engagement der Studierenden ab. Ich habe Ihnen ja gerade vorhin schon dieses Segway gezeigt gehabt. Und bei diesem Segway, wenn wir da nochmal drauf schauen, das haben also beispielsweise Studierende des Maschinenbaus und auch der Elektrotechnik entwickelt gehabt. Also die Maschinenbauer, die haben dann diesen konstruktiven Teil erledigt und auch zusammengebaut. Die Elektrotechniker haben also dann die Signalauswertungsplatine beispielsweise zusammengebaut, entworfen und auch in Betrieb genommen. Wir sind übrigens gerade dabei, ein OTH-ELO, also so heißen unsere Segways an der Hochschule, ein OTH-ELO 2 aufzubauen. Das wird also ein paar neue Gimmicks aufweisen gegenüber dem ersten OTH-ELO. Und zwar haben wir hier also Radnabenmotoren, anders als beim ersten Typ. Diese Radnabenmotoren, die sitzen also dann direkt in den Rädern drin, das erleichtert dann die konstruktive Seite und ermöglicht also auch ein ganz neues Design. Wenn Sie da gucken, schaut doch wesentlich formschöner aus als das erste. Was haben wir hier noch für typische Beispiele? Wir haben beispielsweise einen Tafelwischroboter entwickelt, den haben wir auch praktisch aufgebaut, den kann ich Ihnen hier mal zeigen. Das wäre also dieser Tafelwischroboter, das haben beispielsweise zwei Studierende des Maschinenbaus jetzt entwickelt, wobei dort also auch noch ein paar mechatronische Komponenten im Rahmen von einer weiteren Projektarbeit gerade zusammengebaut werden. Dann haben wir hier man könnte sagen, eines der Highlights in diesem Labor. Dann haben wir also eine Verladebrücke. Da stellt also das Modell einer Verladebrücke dar, wie sie an Häfen zum Beispiel auch zum Einsatz kommt. Und bei so einer Verladebrücke, da hat man im ersten Moment ganz herkömmlicher Natur so eine Laufkatze, die sehen Sie hier mit einem Greifer, das soll dieses also symbolisieren. Und da stellt es also für den Bediener durchaus eine Herausforderung dar, so eine Positionierung des Greifers hinzubekommen, weil das, wie Sie sehen, zum Beispiel jetzt hier relativ stark schwankt. Und da kann man also ganz im mechatronischen Sinne dort eine Software mit einbauen und diese Software kann es also dann schaffen, dass also gar nichts mehr schwingt. Der Kollege schaltet das System gerade mal zu und dann, wenn man also das einschaltet, dann muss man also dann hier, ist immer noch nicht eingeschaltet, musste draufdrücken, jetzt. Und da sehen Sie, da wird also das sofort ausgeregelt und wenn man das jetzt verfährt, dann schwingt also nichts mehr. Und auf diese Weise ist es also zum einen leichter, die Konstruktion auszulegen. Man braucht es dann nicht so steif auszulegen, weil die Schwingungsdämpfung durch die Software jetzt hier hergestellt wird. Und dadurch wird man also ein kostengünstigeres Design erreichen, aber auch einen höheren Bedienerkomfort. Wir sind jetzt zum Beispiel auch dran gewesen, im Rahmen von einer weiteren Projektarbeit eine Gestensteuerung zu realisieren. Die kann ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit leider nicht demonstrieren. Und da hat man dann gar keinen Joystick mehr, sondern wird also einfach durch Gesten in der Hand dieses System dann steuern. Und das ist also auch so ein typisches Beispiel, wie sich also maschinenbautechnische Produkte durch den Einfluss von Mechatronik und auch von neuer Informationstechnik dann sukzessive weiterentwickeln. Also es ist so, dass also das Verfahren des maschinellen Lernens jetzt immer mehr Einzug erhält. Was haben wir sonst noch? Wir können kurz hinten noch hinschauen. Das wäre also ein Behälter. Da beschäftigen wir uns mit Verfahren zur Maschinendiagnose. Und dann möchten aber auch die Studierenden noch ihre Projektarbeit kurz vorstellen, an der sie gerade aktuell arbeiten. Genau, bei dem Objekt hier handelt es sich eben um einen 3D-Scanner. Da sieht man eben hier einmal das Objekt, das gescannt werden kann, das sich auf diesem Drehteller hier befindet. Es ist so, dass im Jahr davor schon Studierende damit gearbeitet haben. Für uns war es dann die Aufgabe konkret, wie man das Ganze verbessern kann, sei es durch die Software oder sei es durch Anbringung zusätzlicher Hardware, zum Beispiel durch diesen zweiten Laser hier. Das Objekt wird dadurch eben von der Kamera gescannt. Dabei sind dann noch zwei Laser hier angebracht, die dann eben die einzelnen Konturen erfassen. Und dadurch kann dann eben eine Punktewolke erstellt werden, wie man es auch in der Präsentation sieht. Und aus dieser Punktewolke kann dann wiederum eine STL-Datei ausgeleitet werden. Das ist ein standardisiertes Format für einen 3D-Drucker. Und da kann man dann eben auch zu guter Letzt eben solche Klone wie diese Badeente hier schaffen. Wir können uns das auch kurz so anschauen in der Darstellung. Okay. Ah. Können wir auch kurz erzählen. Genau, jetzt hat wie gesagt, auf der linken Seite sieht man das Original, die Badeente. Dann rechts davon ist dann die Punktewolke, die einmal gescannt werden kann. Eben auch durch die Kamera dann farblich.
Und auf der nächsten Folie, da sieht man dann einmal nochmal die Punktewolke, wenn man es jetzt zum Beispiel ohne Kamera gescannt hat, sondern nur die Laserkonturen, also die Geometrien von der Ente aufgenommen hat, und rechts davon sieht man dann das 3D gedruckte Objekt. Dankeschön, wirklich sehr interessante Projekte. Wenn es jetzt noch ein bisschen mehr Praxis sein soll, Thema duales Studium, ist es dann auch möglich mit dem Studiengang? Selbstverständlich, also wir haben in anderen Semestern haben wir also teilweise auch Dualstudierende, die eben in Verbindung mit in der Nähe ansässigen Unternehmen ihr Studium absolvieren. Da gibt es also zwei Möglichkeiten, nämlich auf der einen Seite gibt es das sogenannte Verbundstudium. Bei diesem Verbundstudium hat man auf der einen Seite eine Ausbildung, zum Beispiel des Mechatronikers oder Produktionstechnologen oder auch artverwandte Ausbildungen. Und dann ist es so, dass man hier eben mit diesem Mechatronikstudium dann gleichzeitig sozusagen fortfährt. Man beginnt zunächst mal ein Jahr mit der Ausbildung und dann nach diesem einem Jahr beginnt man dann mit dem Studium, wird dieses dann parallel mit der Ausbildung absolvieren, dann hat man irgendwann die Gesellenprüfung und dann zum Schluss wird man also mit sowohl dem Bachelor rauskommen als auch mit dem Gesellenbrief. Das heißt also, dass man dort also sozusagen zwei Abschlüsse in der Tasche hat. Und das muss man natürlich in Verbindung mit einem Unternehmen durchführen. Das ist also eine wesentliche Voraussetzung. Da hat man dann einen Ausbildungsvertrag mit dem Unternehmen, was natürlich durchaus auch einen Vorteil darstellt schon hinsichtlich des Gehalts, weil man ja dort von der Firma dann auch sein Gehalt bezieht monatlich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, ein Studium mit vertiefter Praxis zu absolvieren. Das ist ein ganz normales Bachelorstudium, nur dass man sozusagen dann einen Vertrag noch hat mit einem Unternehmen. Und dann wird man also in diesem Unternehmen zum Beispiel in der Ferienarbeit also die Zeit dort verbringen, aber auch das Praxissemester dort verbringen und des Weiteren aber auch die Bachelorarbeit dort absolvieren. Also diese drei Sachen, die werden dann natürlich im Rahmen dieses Studiums mit vertiefter Praxis dann bei diesem entsprechenden Unternehmen absolviert werden. Dankeschön. Auch die Internationalisierung wird ja immer wichtiger. Gibt es denn auch hier Möglichkeiten? Sicherlich gibt es die Möglichkeit, Teile des Studiums auch im Ausland zu absolvieren. Jetzt kann man darüber nachdenken, was wäre hier vielleicht geeignet. Auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, man macht das Praxissemester, das ist ja im sechsten Semester, im Ausland. Ich denke, das ist vielleicht sogar die beste Alternative, weil man da nicht die Problematik hat, dass also gewisse Teile dann anerkannt werden müssen von der Hochschule. Und da hat man unter Umständen dann die Problematik, sind denn diese Vorlesungen im Ausland wirklich gleichwertig mit den Vorlesungen an der Hochschule. Das ist also dann die eine Seite. Man kann auch die Bachelorarbeit im Ausland machen. Ich würde sagen, das sind vielleicht die zwei besten Alternativen. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, ein oder zwei Semester im Ausland zu studieren. Da sollte man aber vielleicht vorher abklären, ob denn diese Ausbildungsinhalte, also die Credits, die man dort erwirbt, ob die also auch anerkannt werden. Aber da sind ja die Wege kurz. Man kann sich ja dort mit den Dozierenden, also mit den Dozenten entsprechend besprechen. Okay, danke. Dann noch eine weitere Frage. Wenn eben diese Zuschauer neben den schon vielen beantworteten Fragen noch weitere Fragen haben, an wen können sie sich dann wenden? Und auch wenn sie jetzt hier studieren möchten, wie läuft es mit der Bewerbung ab? Also bezüglich Fragen, wenn wir da drauf schauen, da habe ich auch eine kleine Folie, dann können Sie natürlich die Fragen an mich direkt stellen. Ich bin also dafür verantwortlich, beantworte gerne Ihre Fragen, sei es in Form von E-Mails beispielsweise oder zur Not können wir also auch über ein Webkonferenztool einen Termin vereinbaren. Auf der anderen Seite noch
wesentlich kompetenter hinsichtlich anderer Studiengänge, ist also der Studien- und Career Service. Da gibt es also viele freundliche Kollegen und Kolleginnen, die da gerne ihre Fragen beantworten, wo sie also auch einen Termin vereinbaren können. Das sind also so die wesentlichen Sachen. Ansonsten die Bewerbung ist ganz herkömmlicher Natur. Sie reichen also ihre Zeugnisse ein, das geht also online und werden dann entsprechend nach einer kurzen Überprüfung, ob denn die Voraussetzungen gegeben sind, also sprich Fachhochschulreife beispielsweise oder auch allgemeine Hochschulreife, dann werden sie zugelassen zum Studium und werden dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihr Studium beginnen können. Im Übrigen, das Studium kann man bei uns üblicherweise im Wintersemester beginnen. Besteht ja dann wieder zum nächsten Wintersemester, also im Oktober, die Chance. Alternativ, wenn Sie sagen, ich bin jetzt noch nicht so weit, ich habe jetzt erst vielleicht noch ein halbes Jahr anderweitig zu tun, dann haben Sie auch die Möglichkeit, im Sommer mit dem Studium zu beginnen. Also diese beiden Optionen sind bei uns jetzt mittlerweile gang und gäbe. Okay, super, danke schön. Dann abschließend möchte ich noch Sie, Herr Wolfram, und einen der Studierenden bitten, eine kurze Zusammenfassung zu geben, was denn die Vorteile und Vorzüge des Studiengangs sind. Was sind die Vorteile dieses Studiengangs? Das sind die Interdisziplinarität selbstverständlich. Also man hat sozusagen drei Studien in einem Studiengang, wenn man es so ausdrücken möchte, wobei ich ja schon darauf hingedeutet habe, das Studium ist dadurch jetzt nicht schwerer als ein Studium zum Beispiel des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik. Will ich nochmal explizit darauf hinweisen. Also das ist sicherlich eine der Vorteile. Wir haben kleine Gruppen, da müssen wir also auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Wir haben also kleine Gruppen und deswegen also eine familiäre Atmosphäre und versuchen also dann im Prinzip jeden mitzunehmen, der also dann bereit ist, sich also diesem Studium zu widmen. Das ist also die eine Seite. Dann ist es aber auch so, dass wir natürlich versuchen, interessante Inhalte reinzubringen, dass wir versuchen, projektorientierte Lehre zu leben, sage ich mal so, dass also nicht nur graue Theorie ist, was hier gelehrt wird, sondern dass man also auch eine Idee davon bekommt, wie sowas in der Praxis tatsächlich eingesetzt und auch umgesetzt wird. Ich gebe es am besten mal weiter. Sie haben sicherlich vielleicht auch noch ein paar Ideen, warum das ganz günstig hier ist. Ich sehe das ja ähnlich. Die Interdisziplinarität natürlich und auch die sehr abwechslungsreichen Themen, die man hat im Studium, haben ein großer Vorteil. Man arbeitet eigentlich immer mit neuester Technik, sei es zum Beispiel 3D-Druck mit Robotern in die Labore oder mit 5G, künstlicher Intelligenz oder maschinelles Lernen. Also man ist da immer bei den neuesten Sachen dabei. Das ist ein sehr familiäre Umfeld, wie vorhin schon erwähnt, ist ein großer Vorteil. Und man kann halt, wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, dann auch hier in Amberg oder in der Oberpfalz zu bleiben, auch beruflich, kann man gleich Kontakte knüpfen mit den Firmen, zum Beispiel den Career Day. Und da bietet sich auf jeden Fall immer die Möglichkeit, da jemanden kennenzulernen. Okay, dann danke schon mal an alle. Und jetzt starten wir auch schon mit den Fragen aus dem Publikum. Sie können natürlich auch jetzt noch die Chance ergreifen und Ihre Fragen in den Chat tippen. Dann fangen wir auch schon mal gleich an mit der ersten Frage. Eine etwas schwierigere Frage, oder? An Sie, Herrn Wolfram. Kann man denn mit einem Abschluss in Indien auch hier studieren? Das hängt natürlich jetzt davon ab, um welchen Abschluss es sich handelt. Also so pauschal werde ich die Frage jetzt nicht beantworten können. Normalerweise wird es also schon machbar sein, dass wenn Sie vielleicht einen Abschluss schon im Bereich Mechatronik haben, dass Sie also hier jetzt auch zugelassen werden zum Studium. Solche Fragen können also die Kollegen und Kolleginnen vom Career Service sicherlich noch kompetenter beantworten. Okay, danke schön. Dann die nächste Frage. Muss man denn in der Mechatronik auch ein Praktikum vor dem Studium machen? Ich würde sagen, das können vielleicht die Studierenden sogar noch besser beantworten als ich. Also vor dem Studium ist es so, entweder man hat schon eine Ausbildung, zusätzlich natürlich zu seiner Fachhochschulreife, dann braucht man kein Vorpraktikum mehr. Ansonsten ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel noch keine Ausbildung hat, dann muss man eben noch ein Vorpraktikum, ich glaube von 6 Wochen, absolvieren. Genau, aber da kann man das auch schon im Vorfeld abklären. Man kann es auch in den ersten Semestern, soweit ich weiß, noch nachholen. Und das ist auf jeden Fall ja, machbar. Und also, Herr Knab hat schon sehr viel Richtiges gesagt. Also das ist so ein Vorpraktikum mit 6 Wochen. Kann man zum Beispiel vor dem Studium machen. Wenn Sie zum Beispiel schon eine Ausbildung haben, wird es anerkannt. Oder wenn Sie zum Beispiel an der FOS-BOS in einem technischen Zweig
oder die ihr Abitur gemacht haben, dann wird sowas also auch anerkannt. Also die 6 Wochen stellen überhaupt kein Problem herkömmlicherweise dar, weil ich da auch schon Diskussionen hatte mit Studieninteressierten. Okay, danke schön. Nächste Frage. Wie tief steigt man denn in die Informatik ein? Das werde ich vielleicht beantworten, auch in Kombination mit den Studierenden. Natürlich ist es so, dass wenn Sie jetzt Mechatronik und digitale Automation studieren, dann sind Sie kein Informatiker. Aber es ist so, dass Sie also, sage ich mal, ganz geordnet programmieren lernen. Also Sie beginnen mit einem Kurs in C, lernen diese Programmiersprache. C stellt wiederum die Grundlage für andere Programmiersprachen dar, wie zum Beispiel C++, was also dann im zweiten Teil, also in Informatik 2, gelehrt wird. Da wird also das Ganze dann auch noch flankiert mit Softwaretechnik, also wie findet üblicherweise die, die Gestaltung von Projekten da, wie wird sowas realisiert. Also sowas wird dort auch gelehrt. Man wird also dann das Ganze auch relativ praxisorientiert gelehrt bekommen, muss dort eine Studienarbeit absolvieren. Also man wird hier schon relativ tief einsteigen in die Programmierung, aber es ist halt so, Sie lernen diese 2 Programmiersprachen. Zukünftig, weil es immer wichtiger wird, werden wir also auch noch versuchen, auf Python, eine immer wichtiger werdende Programmiersprache, einzugehen, weil nämlich zum Beispiel maschinelles Lernen auf dieser Programmiersprache aufbaut. Okay, danke schön. Und uns hat noch eine Frage erreicht. Wie kann eine abgeschlossene Mechatronik-Ausbildung generell angerechnet werden? Das ist natürlich jetzt auch eine gute Frage. Es ist so, also dass teilweise Sachen anerkannt werden. Wir haben also einen, wie soll ich es ausdrücken, mit dem beruflichen Zentrum, also berufsbildenden Zentrum hier in Amberg, haben wir einen Vertrag abgeschlossen. Es ist also so, dass bestimmte Inhalte, wenn Sie zum Beispiel schon einen Techniker absolviert haben, werden anerkannt. Aber ansonsten ist es so, dass wahrscheinlich nur wenige Teile anerkannt werden können. Wenn Sie also schon eine Mechatronik-Ausbildung haben, dann wird trotzdem die Elektrotechnik ein Stück weit drüber hinausgehen. Dann wird der Maschinenbau ein Stück weit drüber hinausgehen. Also da müsste man im Einzelfall überprüfen, inwieweit das anerkannt werden kann. Aber meist ist es dann so, dass doch nur wenige Teile anerkannt werden können, weil es doch etwas tiefer ist im Bereich des Studiums. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Problematik, sodass wir also dann nicht allzu viel deswegen anerkennen können. Okay, danke schön. Dann sehe ich gerade, dass wir aktuell keine weiteren Fragen haben. Dann vielleicht noch kurz warten, aber ich glaube, wir sind jetzt dann auch schon am Ende. Dann herzlichen Dank an den Studiengangsleiter, Herrn Professor Armin Wolfram, und an die 3 Studierenden, Robert Weich, Andreas Füger und Sebastian Knapp, für ihre ausführlichen Erläuterungen. Und natürlich auch noch einen Dank an den Herrn Jürgen Stich für seine Vorführung. Sollten Sie, liebes Publikum, zu einem späteren Zeitpunkt noch Fragen haben, dann dürfen Sie sich gerne natürlich über unsere Homepage direkt an Herrn Wolfram oder an den Studien- und Karrierservice wenden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir konnten Ihr Interesse oder sogar besser noch Ihre Begeisterung für unseren interessanten Studiengang Mechatronik und digitale Automation wecken. Unseren nächsten Bachelor on Air zum Studiengang Ingenieurpädagogik gibt es dann am 29. Juni auch wieder um 16 Uhr. Im Namen aller Teilnehmer danke ich Ihnen fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wünsche noch einen entspannten Abend.